Nein, 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 CIG, warum denn bloß diese Alien Week? Darüber werden wir gleich erstmal querquatschen, aber zwei Sachen, die ich schon mal anteasern möchte. Die 3.19.1, die ist rausgekommen, die gibt es jetzt live. Die ist am Donnerstag live gegangen, die auch sehr gut funktioniert hatte. Das war ein Gameplay vom Feinsten. Ich hoffe auch, dass das mit der Zeit so bleiben wird und dass wir nicht wieder Probleme bekommen wieder mit der 3.19.1, wenn nachher tatsächlich die Persistenz wieder zuschlägt und nachher die Charts wieder ein bisschen verdrecken, weil natürlich die ganze Persistenz der Items, die rumliegen bleiben, natürlich dann auch die Serverlast hochschrauben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das besser funktionieren wird, denn natürlich möchte ich mit euch noch über die Alien Week reden, die ist meines Erachtens ja wie jedes Jahr leider sogar noch schlimmer. Ich muss so sagen, seit 2 Jahren haben wir kein neues Konzept bekommen oder ein neues Fly-Ready-Raumschiff zu der Alien Week. Muss ich ehrlich sagen, so cool ich die Alien Week finde, so cool auch wie ich die Events finde von CIG, bin ich tatsächlich dieses Jahr von der Alien Week ein klein bisschen enttäuscht. Aber darüber möchte ich gerne mit euch direkt quatschen und wenn ihr keine Themen mehr verpassen möchtet zu Star Citizen, gerne direkt den Kanal abonnieren, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Oder schaut auch mal gerne auf unseren Live-Kanal auf Twitch for Faxi vorbei, wo wir auch gerade eine Karte UAL mit LTE verlosen. Also let's go rein da, legen wir los und abfahrt, ihr Lieben. Lass uns einmal an das Thema Alien Week einmal direkt reingehen und einmal schauen, was hier die Funds mitgebracht hat. Was leider nicht passiert ist, das kann ich schon mal vorab sagen. Leider gibt es keine Ingame-Messe, bedeutet nicht wie bei der Exo oder bei der Invictus Week, dass wir irgendwie zu einem Messegelände hingehen können, da reingehen können und zum Beispiel von der Manufaktur Hesperia oder zum Beispiel von der Manufaktur Gattak, von den Shians uns direkt die Schiffe angucken. Das ist leider nicht drin, das gibt es nicht, aber das war auch noch nie vorgesehen bei der Alien Week, aber hätte ich mich sehr darüber gefreut, wenn CIG das reingebracht hätte. Dennoch gibt es natürlich ein paar Erneuerungen. Sie haben auch eine Seite aufgemacht, was es leider auch nicht gibt. Es gibt auch kein Freefly-Event, da wurde ich auch schon nachgefragt im Live-Channel. Gibt es ein Freefly-Event, kann man irgendwie das Spiel ausprobieren? Leider nicht, aber sind wir mal ehrlich, CIG hat in den letzten Wochen, Monaten tatsächlich sehr häufig ein Freefly-Event gemacht. Deswegen ist es auch von meiner Seite auch okay, wenn ich das so sagen möchte. Ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, direkt in den Kommentaren. Seid ihr zufrieden mit der Alien Week? Was fehlt euch bei der Alien Week? Da möchte ich auch einmal direkt einsteigen. Was ich ein bisschen schade finde, dass wir tatsächlich kein neues Konzeptschiff bekommen haben. Das schon seit 2 Jahren. Im letzten Jahr gab es leider auch kein anderes Konzeptschiff und auch kein Fly-Ready-Schiff. Die Sachen, die fehlen mir tatsächlich sehr. Da hätte ich mich sehr darüber gefreut, wenn wir da was an die Hand bekommen hätten. Oder worüber wir hätten auch reden können oder uns unterhalten können. Das ist ein bisschen schade, aber that is it. Können wir jetzt nicht ändern. Seit 2 Jahren leider keine neuen Sachen auf der Alien Week. Dann haben wir natürlich den Harmony Skin, den können wir uns angucken, der ist auch von 2022. Und dann gibt es natürlich die typischen Alien-Raumschiffe, die man kaufen kann, wie zum Beispiel die Prowler, die Talon, die wir sehen, die Defender und natürlich die Kato'al. Und die Santokai, die ist ja schon sehr weit fortgeschritten, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, weil da haben wir im Inside Star Citizen schon in der Whitebox-Phase gesehen und in der Greybox-Phase, dass sie wirklich schon sehr weit fortgeschritten ist in der Entwicklung und dass sie bald dem Ende näher kommt und dass wir wirklich die Santokai vielleicht auch noch dieses Jahr in-game fliegen dürfen. Das wäre natürlich auf jeden Fall eine sehr feine Sache. Sonst, wie gesagt, gibt es gar nicht so viel zu sehen. Man kann die ganzen Raumschiffe kaufen. Es gibt auch ein paar Kosch-Chassis-Updates. Also schaut mal gerne rein. Da könnt ihr euch ein paar Angebote holen. Zum Beispiel Defender ist 20 Dollar reduziert. Die Prowler ist sogar 25 Dollar, glaube ich, reduziert. Und die Bahnung-Merchment ist, glaube ich, sogar 50 Dollar reduziert. Also Kosch-Chassis-Updates sind drinne vom Warbound. Die könnt ihr euch gerne reinkaufen. Die Ketten könnt ihr natürlich weiter ausbauen. Das heißt, wenn ihr schon eine Warbound-Kette haben solltet, könnt ihr die natürlich weiter ausbauen und die Schritte damit füllen, damit ihr dann nachher zu euer Traumschiff hinkommt und da ein bisschen Geld spart. Also hier seht ihr auf jeden Fall nochmal die Updates. Hier sind nochmal die Warbound-Angebote drinne. Hier haben wir zum Beispiel die Defender, die Bahnung-Merchment und die Blade. Da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen Geld sparen. Wie gesagt, checkt gerne ab. Es gibt auch den neuen Skin, den wir drin haben. Den könnt ihr euch auch angucken, wenn ihr gerne wollt. Und dann war es das. Was wieder noch ganz interessant ist, was sie neu reingebracht haben, dass wir tatsächlich noch ein neues Starter-Package haben. Da könnt ihr bis zu 15% einen Nachlass erhalten. Und da habt ihr zum Beispiel die normale Talon drin, was ganz cool ist. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und zu der Talon gibt es dann tatsächlich noch den kompletten Anzug. Den Avis-Anzug mit Helm, Armor, alles, was ihr benötigt für den Anzug, der ist komplett. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass ihr noch 1000 Credits dazu bekommt. Was leider sehr schade ist, dass das ein Warbound Starter Package ist und das hat nur 6 Monate Versicherung. Das finde ich ein bisschen schade. Da hatte ich tatsächlich gedacht, okay, es ist ein Warbound-Angebot. Da hätten sie meines Erachtens tatsächlich 12 oder 24 Monate raufschlagen können. Die Versicherung, da bin ich nicht ganz einverstanden mit, aber that is it. So als hier hat ihr das erstmal reingepackt. Finde ich ein bisschen schade, weil die ein bisschen kurz ist. Die hätten auch meines Erachtens sogar auch LTE machen können. Dafür gibt man ja so gesehen wieder frisches neues Geld aus. Aber generell 24 Monate hätte meines Erachtens oder sogar 120 Monate gerne drin sein können.
Wie gesagt, ihr habt einen Nachlass von 15%. Der Nachlass bezieht sich natürlich mehr auf die ganzen Klamotten und den Skin, die da drin sind. Das Schiff hat fast den normalen gleichen Preis. Und natürlich, das Game ist auch noch dabei. Also das Spiel ist da auf jeden Fall auch mit inbegriffen. Das ist einmal das Paket, was wir diesbezüglich haben. Warte mal, ist denn das Spielepaket drin? Eigentlich ja, ist ein Starter-Package. Im Starter-Package sollte eigentlich auch immer das Spiel drin sein. Jetzt gucke ich mit euch gerade rein und ich sehe hier nicht, dass doch Star Citizen ist drin. Okay, dann ist alles gut. Starter-Package ist auch konform, die Lieben. Wie gesagt, dann gibt es auch noch ein Alien-Completely-Upgrade, wenn ihr das gerne haben möchtet. Ein Komplett-Package, das könnt ihr auch gerne mit Store-Credits kaufen. Da sind wirklich sämtliche Schiffe drin, die man als Alien wie kaufen kann. Hier sind alle Schiffe drin, außer die Skies. Die Skies ist da nicht drin, das ist das Wendel-Schiff, der Medium-Fighter, was asymmetrisch aufgebaut ist mit den zwei unterschiedlichen Size-5-Guns. Die eine Plasma, die eine Neutron-Gun. Und das ist quasi die kleinere Glaive, wenn man das so sagen möchte. Die ist hier nicht vorhanden, aber die Glaive ist auch hier drin. Die Rylan, die Bano Merchantman, die Santo Kai ist hier drin. Die Vendo Blade, die Glaive, wie gesagt, ist auch der Medium Fighter. Und die Skies wäre auch der Medium Fighter, was einfach nur asymmetrisch aufgebaut ist. Und die anderen Schiffe sind alle vorhanden. Die Prowler ist drin, die beiden Talon-Visionen sind drin und die Defender. Und natürlich auch die Nox, was ein Boden-Hover-Fahrzeug mit inbegriffen ist in diesem Package. Also alle Sachen sind hier soweit drin, wie man sich das gerne vorstellen möchte, wenn man gerne ein Alien Completely Package haben möchte. Ist aber auch nicht ganz günstig, ihr Lieben. Und sonst gibt es gar nicht so viel momentan zu der Alien Week zu sagen. Ist wirklich nur eine digitale Seite, die sie aufgebaut haben. Könnt ihr mal, wie gesagt, gerne reinschreiben. Seid ihr enttäuscht von der Alien Week? Seid ihr zufrieden mit der Alien Week? Ist das erste Mal, dass ihr die Alien Week mitnimmt? Wie gesagt, ich bin so olala. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, weil es nichts Neues gibt. Weil CRG sich nichts Neues einfallen lassen hat. Vielleicht eine Ingame-Messe, wo sie nochmal die ganzen Sachen ausstellen würden. Oder, wie gesagt, ein neues Konzeptschiff. Oder auch ein Fly-Ready-Schiff, was ja auch schon in Game-Daten von der 93 von der Manufaktur Gattaca ja auch gefunden worden ist. Aber that is it, damit müssen wir erstmal leben. Soviel erstmal zu der Alien Week. Jetzt möchte ich ja mal gerne rübergehen mit der 3.19.1, weil da habe ich auf jeden Fall richtig coole Nachrichten und da möchte ich nochmal kurz mit euch quatschen, ihr Lieben. Passend zu der Alien Week haben wir noch einen neuen Inside Star Sim bekommen, der am Donnerstag auch direkt mit rausgekommen ist. Da geht es tatsächlich um die Santo Kai, wie weit sie schon fortgeschritten sind in der Greybox-Phase. Lasst uns einmal ganz kurz über das Raumschiff sprechen und lasst uns mal die Bilder angucken, wie weit CRG schon ist in der Greybox-Phase mit der Santo Kai. Die Santo Kai, die sollte dieses Jahr noch zu uns kommen. Sie sind schon sehr weit in der Greybox-Phase fortgeschritten. Und ich vermute mal, dass CRG versucht hatte, tatsächlich die Santo Kai schon zu der Alien Week zu releasen, was sie leider nicht ganz geschafft haben. Vom Zeitpunkt her, das war leider nichts. Aber was sehr schade ist, ich hätte schon gerne zu der Alien Week ein neues Raumschiff in-game bekommen. Auch wenn es schon ein älteres Konzeptschiff ist, muss ja kein komplett neues Schiff sein. Und die Santo Kai wäre natürlich perfekt gewesen, zu der Alien Week das Schiff zu releasen. Aber dennoch sollte es nicht sein. Aber wir werden dieses Jahr die Santo Kai auf jeden Fall noch in-game erleben dürfen. Das werden sie noch schaffen. Was man natürlich auch noch dazu sagen kann, die Santo Kai ist sehr gut vergleichbar mit dem Medium Fighter, zum Beispiel mit der Saber oder mit der Hornet. Sie ist quasi das Segment bei den Chian selber, unter den Medium Fighter läuft sie da. Die Katual ist der Light Fighter, die Santo Kai ist der Medium Fighter, kommt mit 4x Size 3 Waffen daher, kann man sehr gut vergleichen, wie auch mit der Saber, hat noch ein paar Raketen dabei und ist tatsächlich extrem dynamisch, agil und sehr schnell. Durch die Mage-Waster, die sie hier hat, die auch direkt als Steuerdüsen eingesetzt werden kann, kann sie sehr schnelle Manöver durchfliegen, um zum Beispiel ihr Ziel direkt unter Beschuss zu nehmen, um es zu zerstören. Sie geben natürlich auch ein großes Wert auf ihre Schildtechnologie, die sie weiterentwickelt haben. Die Panzerung ist meistens ein bisschen leichter, dafür haben sie die Agilität, die Geschwindigkeit und die Dynamik. Dafür verzichten sie so gesehen bei der Panzerung ein bisschen, aber dafür sind die Schildenergie noch stärker und haben natürlich damit mehr Power und können direkten Laserbeschuss länger standhalten. Wenn natürlich auch später zum Beispiel die Main Thruster weggeschossen werden, dann haben sie eine Technologie weiter ausgebaut, dass dann tatsächlich nicht gleich das Flugverhalten gerippt ist. Das heißt, das Flugverhalten sollte eigentlich aufrechterhalten bleiben, auch wenn eine Tragfläche oder eine Düse entfallen sollte, weil sie abgeschossen ist. Bin ich mal gespannt, wann es soweit sein sollte. Momentan ist es so, wenn die Kartual eine Tragfläche verliert oder Main Thruster, dann kann man sie nicht mehr richtig steuern. Aber das soll dann irgendwann tatsächlich hinfällig sein. Wir sehen auch tatsächlich diesen Transformer-Mode, wenn wir zum Beispiel in eine Landeformation reingehen, wenn wir landen möchten oder wenn wir in die Flugformation zurückgehen möchten, dann transformiert sich das Schiff und sieht grandios aus. Es soll nachher auch später auch andere Transformationen noch möglich sein, zum Beispiel Schnellreise oder wenn wir uns zum Beispiel anpassen möchten in der Atmosphäre,
Atmosphäre soll das auch tatsächlich mit leichten Anpassungen der Transformation möglich sein. Bin ich mal gespannt, ob es reinkommt und wie sie es reinbringen werden. Und wie gut lief jetzt die 3.19.1? Am Donnerstag war es direkt tatsächlich, wo der Alien Week auch fast live gegangen ist, kam die 3.19 auch direkt auf die Live-Server, wurde tatsächlich aufgespielt, worüber ich tatsächlich sehr begeistert war. Ich habe überlegt, na gut, jetzt kurz vorm Wochenende noch die 3.19.1 auf die Live-Server zu bringen. Es war gemutig, aber CIG hat es durchgezogen, da sind sie eiskalt, aber dennoch hat es tatsächlich sehr gut funktioniert. Ich hatte wirklich nicht einen Bug gehabt, ich konnte mein Raumschiff rufen, ich konnte sogar sehr schnell meine Sachen am Terminal einkaufen, die NPCs, die standen nicht auf den Stühlen, nicht auf den Tischen drauf. Also das hat wirklich sehr gut funktioniert. Die ganzen Missionen konnte man sehr gut annehmen. Die Performance war wirklich beachtlich und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte auch keine Pips, Lags gehabt. Das heißt, ich habe auch tatsächlich gegen Raumschiffe gekämpft. Das hat auch sehr gut funktioniert, ohne dass ich irgendwie in Asynchronität gemerkt habe. Und die Pips, die saßen immer genau auf den Treffern. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben sogar hier die Reclaimer-Quest gemacht, die ist auch von gestern, wo wir tatsächlich ein paar Ninetales ausschalten sollen an der Reclaimer und das hat auch super gut funktioniert. Auch da konnten wir tatsächlich mit den NPCs interagieren, die NPCs haben auch direkt auf uns interagiert und das hat schon Spaß gemacht. Also kann man so sagen, 3.19.1 performt erstmal sehr gut, zumindest auf dem ersten Blick. Der zweite Blick sieht ja dann immer wieder ein bisschen anders aus, das ist ja meistens so, wenn der Patch gerade neu aufgespielt wird auf den Live-Servern, dann sind die Charts ja noch relativ sauber, sie sind noch nicht so verdreckt durch die Persistenz, die eingeschaltet ist. Und da ist natürlich so ein bisschen die Krux drinne vergraben. Das kann sein, wenn die Server jetzt wieder länger laufen, dass die Grafdatenbank dann leider wieder verdreckt durch die Persistenz und dass sie dann nicht mehr so performant ist, wie jetzt gerade am Start des Patches selber am Patch Day. Das wird sich aber erst mit der Zeit denn rauskristallisieren. Was auch noch interessant ist, gerade wenn auch die Events gestartet werden, wie zum Beispiel den Invictus Week, die Expo oder natürlich auch sehr gut auch immer Jump Town, gibt es auch immer wieder Probleme. Oder wenn wir zum Beispiel ein Event haben mit dem Xenon-Schwert, wo die große Schlacht um die Joriko-Station ist, mit der Javelin, mit der Idris, wo die Xenon-Schwerts in das Stanton-System rein und übernehmen wollen. Das ist natürlich ein riesengroßes Event, wo ganz viele Assets abgespeichert werden, wo natürlich auch die Grafdatenbank sehr gut zu scheffeln hat. Und da zeigt es natürlich sich wirklich erst dann, ob die Grafdatenbank so weit ist, um natürlich auch die Performance leisten kann, um größere Events auch direkt darzustellen oder ob es da wieder zu Performance-Einbrüchen gibt, die dann auch nachträglich, dann auch nachhaltig die Server dann immer nachhinein wieder schlechter darstellen lassen. Das wird natürlich noch ein sehr interessantes sein zu dem Thema 3.19.1, aber jetzt wollen wir erstmal positiv reingehen und mal schauen, wie die nächsten Tage und Wochen mit der 3.19.1 aussehen werden. Das waren erstmal alle Informationen zu der Alien Week, die ich für euch hatte. Denkt daran, heute ist Freitag ab 17 Uhr, geht Star Citizen live nachher online auf Twitch und da wird es natürlich nochmal neue Informationen geben zu der Alien Week. Vielleicht bekommen wir sogar noch neue Informationen zu der Bano Merchman, wie da der Start hier ist. Werden sie weiterbauen oder pausiert sie erstmal einen längeren Zeitraum? Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie irgendeine Information zu der Bano Merchman bekommen werden. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, denkt daran, direkt den Kanal zu abonnieren und natürlich die Glocke zu betätigen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen oben da lassen. Und denkt daran, schaut auch auf unseren Live-Kanal vorbei, auf TwitchTVFexy. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und wenn ihr Fragen habt im Q&A, immer gerne raus damit. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Start ins Wochenende. Habt Spaß. Bis dann, euer Fexy. Tschüss, ihr Lieben.